3 mit der zweitbesten Zwischenlaufzeit von 13:72 von der LD Kreis Ansbach, Amelie Sophie Rieder. Auf der Bahn 4. Sie war deutsche Vizemeisterin bei 80 Meter Höhe im vergangenen Jahr vom TV Bad Kötzing, Laura Weiß. Auf der Bahn 5 die deutsche Blockwettkampfmeisterin im Sprintsprung im vergangenen Jahr vom LAC Erdgas Chemnitz, Franziska Hofmann. Auf der Bahn 6 mit der schnellsten Zwischenlaufzeit von 13,70 vom TuS 08 Lindorf, Monika Sapalska. Auf der Bahn 7 von der LD Alster Nord Hamburg, Jennifer Tufour. Und auf der Bahn 8, die siebte des Vorjahres von der LD Wenigsten, Svenja Rieck. Das Finale 100 Meter Hürden der weiblichen Jugend B. Finale 100 Meter Hürden der weiblichen Jugend B. Monika Sapalska wieder mit einem guten Start im schwarzen Trikot. Schiebt sie sich da nach vorne. Sie ist vorne. Kann sie es halten? Ja, Monika Sapalska. 13:61, die inoffizielle Zeit.